Hallo und ganz herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner Monatslegung für November 2024. Hallo an alle neuen Zuseher auf diesem Kanal. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Tanja. Ich lege hier die Karten und es werden zwei Stapel ausgelegt. Der eine mit allgemeinen Energien und der andere in Form von Engelsbotschaften als Empfehlung für dich. Alles, was du sonst noch wissen wollen könntest, findest du unterhalb dieses Videos in der Infobox verlinkt. Zum Beispiel ganz oben als allererstes den Link zum weiterführenden Reading, falls du mit diesem hier in Resonanz gehen solltest und mit mir gemeinsam tiefer in die Situation eintauchen möchtest. In der Infobox findest du ebenfalls immer die Zeitstempel, sodass du ganz bequem zur Deutung übergehen und einen Mischprozess auslassen kannst. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist genauso gespannt wie ich auf die Novemberbotschaften. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dieses Jahr ist mega schnell vergangen. Also das Gefühl hatte ich ja schon öfter mal in den vergangenen Jahren, aber dieses Jahr war echt so richtig krass. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin auf einem Zug aufgesprungen und nie wieder abgestiegen. Ja, also hammermäßig, ehrlich. Also so habe ich das, so extrem habe ich das noch nie empfunden. Vielleicht geht es dir ja genauso. Und vielleicht hast du ja Bock, mir das mal in die Kommentare zu schreiben, wie es dir ergangen ist dieses Jahr. Ganz kurz noch, letzten Monat habe ich drei Edelstein-Energiestäbe ausgelegt für die Oktoberbotschaften. Es hat mir ziemlich gut gefallen, vor allen Dingen, weil die wahnsinnig gut gepasst haben. Und ich war so frei und habe diesen Monat aus meinem Stäberepertoire einfach mal ausgependelt. Und somit sind diese drei Stäbe hier gefallen. Und da hätte ich den hier ausgependelt, und zwar ist das der Edelstein-Energiestab Empowerment, also für die Ermächtigung, für das sich erlauben. Und ich habe diesen hier als zweiten ausgependelt, das ist der Stab für die Akzeptanz und somit auch der Stab, um in die Gelassenheit zu kommen. Und als dritten habe ich im Repertoire Kopf aus, Herz an, nennt der sich. Und ja, das wären also, wie gesagt, die drei Edelstein-Energiestäbe, die ich für diesen Monat ausgependelt habe für die Sternzeichen. Die findest du natürlich auch in der Infobox unten. Und ich würde sagen, wir legen los. Zwei Karten wollten fallen. Hier heißt es: Freundschaft ist eine Kunst der Distanz, so wie die Liebe die Kunst der Nähe ist. Freundschaft ist eine Kunst der Distanz, so wie die Liebe die Kunst der Nähe ist. Oh, das ist sehr ähnlich auch von den Farben. Und hier heißt es: Mach dein Heute so schön, dass dein Gestern neidisch wird. Mach dein Heute so schön, dass dein Gestern neidisch wird. Wow, sehr schön. Und jetzt lass uns gleich mal weiter gucken. So, mein lieber Schütze, hier haben wir für dich liegen die Überfahrt mit der Initiation, daneben den erfüllten Geist mit dem Gruppendenken, hier haben wir den galaktischen Pilz mit der göttlichen Matrix,
Wir haben aus den Lennemore-Karten bekommen den Fuchs, die Wolken, die Sonne und die Mäuse. So. Dieser Mensch, der hier auf diesem meinem Tisch liegt, ist ein Zweifler, eine Zweiflerin. Hier traut man sich nicht, den nötigen Schritt zu gehen, um Ja zu sagen zu dir, zu etwas mehr, zu etwas Festerem. Wir haben hier auf dieser Karte, du siehst ja, die ist farblich sehr triest und in einem Grau gehalten. Der Weg sieht auch sehr steinig, sehr karg aus und trotzdem ist hier ein leuchtendes Portal. Ich versuche mal die Karte ranzuheben. Ich hoffe, du siehst das. Da steht ein kleiner Mensch hier vor diesem Portal. Mich erinnert diese Karte immer irgendwie so ein bisschen, wie nennt sich das? Ist das Star Trek oder so? Ich bin nicht so ein Science-Fiction-Gucker, aber da gibt es doch diese Serie, wo der Typ mitspielt, der früher MacGyver gespielt hat. Und da habe ich das auch mal gesehen. Da habe ich mal so vorbeigesappt und dann tat sich da so ein tolles Portal auf. Und dann sind Leute halt durchgeschritten, so eine Gruppe von Menschen. Und standen dann plötzlich auf der anderen Seite. Und genau so eine Situation haben wir auch hier. Wir haben also jemanden, der nicht bereit ist, seine Komfortzone zu verlassen, obwohl hier eigentlich nicht wirklich Komfort herrscht. Ja? Es ist einfach das, was man kontrollieren kann. Das ist das, was man kennt. Der Rahmen, in dem man sich halt sonst bewegt, in dem man schon Routinen entwickelt hat. Da ist nichts Neues. Da ist nichts, was einen überraschen könnte, in Anführungszeichen überraschen. Denn eine Überraschung kann positiv sein wie negativ. Ja. Dieser Mensch hat Angst vor den negativen Dingen, vor dem negativen Beigeschmack, dass man, wenn man ernsthafter wird im Miteinander, dass man vielleicht mehr Präsenz zeigen muss, dass man nicht mehr so viel Freizeit hat, nicht mehr so viel Zeit für sich selbst. Es hat ja alles so ein Für und Wider. Ja? Also ich bin auch ein Mensch, ich bin wahnsinnig gern alleine, obwohl ich verheiratet bin. Ich habe auch ein Kind, also Tochter. Nichtsdestotrotz bin ich wahnsinnig gern alleine für mich. Und ich genieße auch die Zeit. Wenn du heute Familie hast oder überhaupt einen Partner hast, dann gehst du Kompromisse ein. Du musst Rücksicht nehmen. Du musst vielleicht auch mal den ein oder anderen Verzicht üben, was du jetzt zum Beispiel nicht müsstest, wenn du alleine bist. Man muss die Werte des Gegenübers oder man sollte die Werte des Gegenübers natürlich respektieren. Man sollte gewisse Dinge, die man bespricht, die man aushandelt, in Anführungszeichen, ja, dass man die halt auch einhält, dass man Versprechungen hält, dass man sich an gewisse Regeln hält, weil man den anderen eventuell sonst verletzt, dass man Grenzen überschreitet. Und vor all diesen Dingen, diesen Pflichten, diesen Herausforderungen, die ein festes Miteinander mit sich bringen, da kneift diese Person ein bisschen. Und man möchte lieber eine Freundschaft aufrechterhalten, die ja durchaus wertvoll ist, ganz klar, aber letztendlich spürt man ja, dass es nicht nur Freundschaft ist. Wir haben daneben das Gruppendenken, der erfüllte Geist. Also das ist eine, im Gegensatz zu der wahnsinnig farbenfrohe und bunte Karte, wenn du die mal anschaust, da ist wirklich alles Mögliche abgebildet.
Und der Baum steht im Lennemoor zum Beispiel auch für das Leben, für die Lebensjahre. Hier haben wir die Uhr abgebildet, also die Zeit. Hier haben wir einen Schirm, ja. Wir haben Musiknoten, wir haben eine aufgeblühte Rose, wir haben hier wunderschönen Blauregen und hier haben wir ein Stück Mauerwerk mit einem Schloss und hier hängt der Schlüssel runter, da ist der so ein Turm, ja, und eine Katze, die da auch mit drauf sitzt hier auf einem abgebildeten Kamin. Im Hintergrund haben wir ein Karussell. Hier ist wahnsinnig viel Zeug drauf auf dieser Karte. Und das sind die Dinge im Außen. Man bewegt sich wahnsinnig viel im Außen, damit man alles schön nebulös hält, was dich betrifft. Man ist einfach nicht klar zu dir, man ist nicht transparent zu dir, man schiebt so ein Wolkengerüst davor, ja, so dass du nur so durchgucken kannst, ja, so vielleicht ein bisschen erahnen kannst, irgendwelche Silhouetten, die sich abzeichnen, aber du siehst nicht klar. Du siehst die Farben nicht richtig, du siehst die Form nicht richtig und man ist einfach intransparent dir gegenüber. Hier haben wir den galaktischen Pilz liegen mit der göttlichen Matrix. Unten drunter ist die Sonne. 3 und 1 ist 4. 4 ist die Zahl des Aufstiegs. Ich habe den Eindruck, dass diese Person von oben eine auf den Deckel kriegt und gebeten wird, sich hier mal sich selber zu widmen, beziehungsweise seine Zweifel abzulegen, diesen Schritt endlich zu gehen. 1 und 4 ist 5, die Fünferkarten im klassischen Tarot sind die, wo man was tut. Das heißt, hier ist man noch am Zweifeln, hier hat man noch eine gewisse Unruhe, hier haben wir auch die Mäuse liegen, 2 und 3 ist auch 5. Wir haben hier oben eine 5 abgebildet, wir haben aber auch die 4, die Zahl des Aufstiegs nochmal. Und 5 und 4 ist in der Quersumme 9. 9 steht immer für die Vollendung, denn die Zehnerkarten im klassischen Tarot sind immer die, wo man etwas beendet und dann würde es mit einem Ass neu beginnen. So, hier haben wir auch ganz viele Vieren abgebildet, was für mich heißt, dass ein Aufstieg definitiv möglich ist. Ob diese Person das macht, ja, das ist mal dahingestellt, weil jeder hat seinen freien Willen, jeder kann jeden Tag eine Wahl treffen, kann entscheiden, heute ja, morgen nein, heute nehme ich es mir vor, aber morgen setze ich es nicht um. Das sehe ich jetzt momentan nicht. Es braucht nicht wirklich viel Überzeugung. Ich denke, dass diese Person sich einfach sich selber stellen muss, dem inneren Schweinehund hier bezähmen muss, um diesen Schritt letztendlich da durchgehen zu können, damit man diese Zweifel ablegen kann, damit man diese Wolken hier beiseite schieben kann. Und man muss sich hier nicht hinter Dingen verstecken, hinter Aufgaben, das können Hobbys sein, das können, was weiß ich, die Freunde sein, mit denen man sich da regelmäßig verabredet oder irgendwelche Vereinsaktivitäten, was auch immer. Vielleicht ist dein Gegenüber in einem Yogakurs oder ein Autoschrauber, Motorradfahrer, was weiß ich. Und man hat hier jede Menge zu tun, in Anführungszeichen, das ist ja alles selbst gewählt, aber man versteckt sich hier hinter vielen, vielen Dingen oder man sagt, oh, da habe ich keine Zeit, man ist ständig irgendwo busy, ja. Aber wir haben auch eben, wie gesagt, die Musiknoten, also es kann also auch sein, dass das jemand ist, der gerne draußen auch unterwegs ist.
Und man lässt dich halt einfach im Unklaren. Das ist das, was mir jetzt hier nicht so ganz gefällt und dir mit Sicherheit auch nicht, wenn du deine Situation hier erkennst. Schön ist nur, dass die Sonne hier liegt. Die Sonne ist die höchste Karte im Lennement und wir haben eben die vier hier mit dem Aufstieg und eben ganz viele Vieren hier, was ich in diesem, Kartenstapel als positiv werte. Jetzt haben wir hier aber die Maskerade noch liegen. Und hier heißt es, ich trage eine Maske. Diese Maske gibt mir Sicherheit. Ich verstecke mich oft hinter ihr, damit ich meine wahren Gefühle nicht zeigen muss. Und das ist genau diese Situation. Das ist genau das, was hier ganz zentral liegt. Man versteckt sich hinter irgendwas oder irgendwem, nur damit man nicht präsent sein muss, nur damit man nicht sein wahres Gesicht zeigen muss. Ich verstecke mich oft hinter ihr, damit ich meine wahren Gefühle nicht zeigen muss. Denn Gefühle machen mir Angst. Ich habe große Angst, verletzt zu werden. Immer, wenn ich in der Vergangenheit Gefühle zugelassen habe, wurde ich enttäuscht. Wirst du mich nicht enttäuschen? Meine Zweifel sind noch zu groß. Ich brauche Zeit. Da haben wir die Uhr. Ich brauche Zeit, damit ich irgendwann mutig genug bin, meine Maske fallen zu lassen und aus dieser Freundschaft, aus diesem ja kumpelhaften rauszugehen, aus dieser Friendzone sich rauszuwagen und die Gefühle auch überhaupt mal zuzulassen. Das ist das, was ihn oder sie total beunruhigt. Das macht ihn oder sie kirre. Das löst Panik aus in dieser Person. Hier heißt es, sieh dich um. Die Natur ist ein Spiegel deines Selbst. Staune über ihre Uneigennützigkeit und freue dich an ihrer Schönheit. Denn so wie du sie siehst, wird sie sich dir zeigen. Also die eigene Skepsis, den eigenen Zweifel erstmal ablegen und ins Vertrauen gehen, dass es schon gut werden wird. Warum denn auch nicht? Und dann zeigt sich die Welt auch von einer ganz anderen Seite. Mach dein Heute so schön, dass dein Gestern neidisch wird. Das heißt, geh doch in die Veränderung. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und wir haben es in der Hand, wenn wir unser Heute so schön machen, dass es gestern neidisch wird, dann haben wir schon morgen eine schöne Vergangenheit. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wenn nicht, hörst du noch mal an. Toll, toller Stapel. Also, die vielen Vieren heißen für mich persönlich, dass hier der Aufstieg durchaus möglich ist. Also der nächste Level per se angestrebt wird, wann diese Person aber bereit ist, tatsächlich die Maske fallen zu lassen und den Schritt hier durchzugehen. Das sehe ich hier allerdings nicht. Das Universum hat seine eigene Timeline. Ja, und das kann ich jetzt hier leider nicht sehen. Wir schauen jetzt mal in die Engelsbotschaften rein und gucken, was ihr da noch gesagt bekommt. Hier haben wir liegen, die vegetarische Nahrung, eine neue Art der Ernährung gibt dir mehr Energie, bessere Gesundheit, geistige Klarheit und Verwirklichungskraft. Und hier haben wir die Meditation darunter liegen. Daneben haben wir die Entfaltung liegen. Man sagt ja, ein gesunder Geist, gesunder Körper, gesunder Geist, das hängt ja alles zusammen. Und es kann sein, dass diese
dieser Mensch sich in sich selber momentan nicht wohl ist. Also dieser Mensch ist mit sich selber nicht grün, nicht im Reinen. Und es kann auch sein, wenn man so viel im Außen unterwegs ist, wie wir es ja gesehen haben vorhin, dass man sich nicht mal richtig Zeit zum Essen nimmt. Man setzt sich nicht hin und konzentriert sich letztendlich aufs Essen, sondern man holt sich vielleicht einfach nur mal schnell irgendwo Fastfood oder man geht in den Supermarkt und reißt irgendeine Dose auf, irgendein Päckchen, schmeißt es in die Mikrowelle oder in den Backofen und man konsumiert sehr viel von diesen verarbeiteten Lebensmitteln sozusagen. Das ist nicht so unbedingt gesund. Also lieber selber kochen, frisches Gemüse, zwischendrin mal ein bisschen Obst und vor allen Dingen in Ruhe essen und in Ruhe die Dinge auch konsumieren. Konsumieren meine ich auch Fernseh gucken, Radio hören, Podcasten, was weiß ich, YouTube-Videos gucken, was immer diese Person macht. Man fokussiert sich nicht auf das, was man tut. Man ist nicht im Hier und Jetzt, man ist überall irgendwo. Man macht mehrere Dinge gleichzeitig, aber alles nur halbherzig. Und genau das ist das Problem, was ihr auch in eurer Verbindung spürt oder was du spürst. Ja, man ist nicht mit vollem Fokus dabei. Man macht das alles nur so Larifari, ja, und das ist nicht in Ordnung. Und wenn du heute dich in dir selber wohlfühlst, dann stehst du ganz anders im Leben. Du weißt, was du willst, du weißt, wer du bist, du weißt, in welche Richtung das es geht. Und letztendlich kannst du dich ganz anders entfalten. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Wir haben hier eine Taube abgebildet. Hier fasst sich dieser Engel an die Brust. Es geht darum, dieses Herz zu befrieden. Dieser Mensch ist getrieben, ist unruhig, rennt vor der Liebe davon, rennt vor der Ernsthaftigkeit davon, versteckt sich hinter Gott und der Welt, nur um sich selber davor zu schützen, nicht wieder verletzt zu werden, nicht wieder zurückgelassen zu werden, abgelegt zu werden, was auch immer diesem Menschen in der Vergangenheit passiert ist. Und man lässt die Liebe letztendlich außen vor, weil man der Meinung ist, dass es eh nur einen Scherbenhaufen hinterlässt. Ich kriege gerade auch so ein Lied für dich rein. Das muss ich gerade überlegen. Ich glaube, es ist aus den 80ern. Glaube ich. Bin mich aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Pat Bennett, da hat es gesungen. Love is a battlefield. Liebe ist ein Schlachtfeld. Ja. Love is a battlefield. Das kennt ihr bestimmt. Und google mal danach. Hör dir mal die Übersetzung an. Und dann, und auch Love Hurts, wir hatten das gesungen, Love Hurts. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das war eine schöne Ballade, Love Hurts. Ja. Und guck dir mal die zwei Lieder an. Wer Lust hat, kann auch gern die Übersetzung in die Kommentare posten. Das wäre sehr nett, von diesen beiden Liedern, Love Hurts und von Pat Bennett, Love is a Battlefield. Diese Einstellung hat dieser Mensch, mit dem du es hier zu tun hast. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du es bist. Also ich kriege irgendwie nicht deine Energie rein. Also man kann natürlich sein, weil es eine allgemeine Legung ist, aber ich spüre es nicht so. Ich spüre eher, dass es ein Mensch ist, mit dem du es zu tun hast, ehrlich gesagt. Hier heißt es, du bist beschützt und diese Situation ist unter perfekter Kontrolle der göttlichen Vorsehung und universalen Ordnung. Erfülle die Situation ausschließlich mit liebevollen Gedanken und Emotionen, um sicherzustellen, dass das höchstmögliche Resultat mühelos zu dir
und durch dich hindurchfließt. Ja, aber dafür muss man sich erstmal wieder mit dem eigenen Herzen verbinden. Diese Karte ist ja auch wahnsinnig grün gehalten. Alles, was du reinlässt in dich, wo landet das denn? Egal, ob es sich gut anfühlt, egal, ob es sich mies anfühlt, es ist ein Teil von uns. Das ist bei dir so, das ist bei mir so, das ist bei dieser Person so. Aber es geht darum, dass wir das akzeptieren, dass dieser Edelsteinstab jetzt auch hier kommt hier zum Tragen, dass wir in die Akzeptanz gehen. Es gibt gewisse Dinge, die können wir beeinflussen und es gibt gewisse Dinge, die können wir nicht beeinflussen, aber wir müssen trotzdem irgendwie damit umgehen. Und man kann gewisse Dinge auch lernen. Wir wachsen mit unseren Aufgaben und mit unseren Herausforderungen. Und alle Gefühle, egal wie sie sich zeigen, ob sie schmerzvoll sind, ob sie schön sind und voller Freude sind, ja, die gehören trotzdem anteilig zu uns und die gehören zu unserem Herzen. Und das eine fühlt sich groß und weit und schön an und warm und das andere macht eng und kalt und ja, ist unangenehm. Aber wir müssen nicht dran festhalten. Gefühle kommen und gehen. Gedanken kommen und gehen und wir entscheiden, woran wir festhalten wollen und was wir weiterziehen lassen. Wir haben die Macht, hier liegt es ganz zentral, wir haben die Macht, also setz dich gefälligst in Bewegung. Entzünde die Flamme in deinem Herzen wieder neu, sagt hier das Universum. Der Unternehmergeist ist hier gefallen. Hau rein, mach! Seneca hat mal gesagt, wer aufschiebt, verlebt sein Leben. Das Leben verrinnt quasi, Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Wenn wir nicht das sind, was wir sein wollen, wenn wir nicht das Leben leben wollen, das wir ja anstreben, das wir uns wünschen und die ganzen Möglichkeiten liegen da draußen und wir können davonlaufen, wir können Umwege laufen, aber wir können auch zupacken, wir können sagen, das gehört mir, das will ich haben und dann nehme ich es mir und dann tue ich auch was dafür, damit ich das bekomme. Eine selbstständige Tätigkeit ist für deine Disposition und Intention die beste Art der Beschäftigung. Dein eigener Herr zu sein, erlaubt dir, deiner Intuition und göttlichen Führung besser folgen zu können. Wir sind deine Kollegen und Teammitglieder, die dir loyal zur Seite stehen und dafür sorgen, dass du in jeder Beziehung erfolgreich bist. Es kann sein, dass dein Gegenüber tatsächlich ein Mensch ist, der viel zu tun hat, vielleicht sogar selbstständig ist oder Unternehmer ist. Unternehmer und Selbstständige ist ein Unterschied. Ja, ein Selbstständiger hat nicht unbedingt Angestellte, ein Unternehmer hat definitiv Angestellte. Ein Unternehmer arbeitet eigentlich eher am Unternehmen und weniger im Unternehmen. Das ist ein Unterschied. Nichtsdestotrotz, geht es darum, das Zepter in die eigene Hand zu nehmen. Guck dir mal die Karte an. Nimm das Zepter in die eigene Hand. Und hol die Kraft zurück in deinem Leben. Liebe gibt einem Kraft. Aber das Wichtigste ist die Liebe zu uns selbst. Also es heißt, wenn ich mich selber nicht liebe, wie soll mich jemand anders lieben? Wie kann ich jemand anderen lieben, wenn ich das für mich selber nicht empfinde? Und dieser Mensch muss in die Wertigkeit kommen und muss darf Ja sagen erstmal zu sich selbst und darf dann aber auch natürlich Ja sagen zu allem anderen, was ihm oder ihr hier zur Verfügung steht. Wir haben hier die Träume. Ich denke auch streichen, klären, beseitigen, dass hier ganz viel stattfindet im Schlaf. Hier findet Heilung statt, hier findet Fürsorge statt durch das Universum. Wir haben hier den dunkelroten Rahmen für das Wurzelchakra, für das Urvertrauen, aber auch für die Liebe. Und dieses wunderschöne rote Kleid, das sie da anhat, man ist eingehüllt in Liebe.
Man ist beschützt, man ist behütet und es ist für jeden von uns, egal wer du bist, egal wie du heißt, egal wo du herkommst, egal ob du arm oder reich bist, ob du groß oder klein bist, dick oder dünn, was auch immer, es ist völlig egal. Es ist für jeden von uns da draußen sehr, sehr vieles vorhanden. Und wir können zu bestimmten Dingen Ja sagen und wir können Nein sagen. Wir haben jeden Tag die Wahl, wir haben den Verstand bekommen. Wir können über die Dinge nachdenken, wir können abwägen, wir können vergleichen, wir können alles Mögliche tun. Und wir können Entscheidungen treffen. Streichen, klären, beseitigen. Alte Dinge mal ablegen. Alte Dinge bearbeiten, verarbeiten, sodass sie einen nicht mehr so stark beeinflussen. Man kann nicht immer alles vergessen, man kann nicht immer alles loslassen. Ja, das ist ja auch immer so ein Wort, oh, loslassen. Ja. Aber die Dinge kann man für sich selber ein bisschen in Ordnung bringen. Man kann sie ein bisschen reparieren. Ja. Benutze nur positive Worte und Gedanken. Da sie sich umgehend physisch manifestieren, bitte die Engel, die Auswirkungen vergangenen negativen Denkens zu streichen. Ja, das ist das. Und hier hat er auch dieses Schwert in der Hand. Das ist für mich, zeig dir mal die Karte. Die Schwerter im klassischen Tarot sind den Luftzeichen zugeordnet. Und das heißt ja auch, dass die für die Klarheit stehen, für die Transparenz stehen und für das, dass ich Verantwortung übernehme für meine Worte, für meine Taten, damit ich andere Ergebnisse erziele. Wir haben hier noch Heile deine Süchte. Es ist an der Zeit, Verhaltensformen loszulassen, die dich an der Erfüllung deines Herzenswunsches hindern. Bitte Erzengel Raphael, dir bei dieser Heilung zu helfen. Raphael ist ja auch der Engel der Liebe letztendlich, der Engel des Herzens. Und schau, hier gießt dieser Engel Wasser aus und Wasser steht für die Gefühle. Ist auch sehr in Blautönen gehalten hier. Und für mich heißt es einfach, man kann aus dem Vollen schöpfen hier mit dieser Muschel. Man kann wieder schöpfen, man kann aber das, was man da drin hat, auch wieder ausschütten. Man muss nicht alles bei sich behalten. Muss man nicht. Das muss man nicht. Und hier heißt es, informiere dich neu, sei bereit, sei offenen Geistes, lerne dazu, sei auch offenen Herzens. Lass die Liebe wieder in dein Herz. Lass die Sonne in dein Herz. Gibt es auch ein Lied. Ja, aber das spüre ich hier nicht so. Diese Person ist voll im Zweifel und in dem Modus momentan, dass Liebe eher wehtut und einem mehr Schaden zufügt als Gutes. Finde ich ehrlich gesagt wahnsinnig schade, dass die Person so denkt. Und ich fordere dich auf, genau das Gegenteil zu beweisen. Beweise dieser Person, dass es nicht so ist. So, und jetzt lese ich dir noch deine Artemis-Karte vor, als 2. Hier heißt es, habe Geduld mit allen Dingen, aber besonders mit dir selbst. Verliere nicht den Mut, wenn du deine eigenen Fehler betrachtest, aber beginne sofort, sie zu beheben. Jeden Tag beginnt die Aufgabe aufs Neue. Und das ist genau das, was diese Person eben nicht macht. Dazu wird man aufgefordert und das kommt jetzt aber von oben und ich glaube einfach, dass es an der Zeit ist, weil man nicht jeden Tag einen tollen Menschen trifft. Man begegnet nicht jedem Tag der Liebe. Man begegnet nicht jeden Tag einen Menschen, der einen zum Nachdenken bringt, der die Dinge im eigenen Leben plötzlich so auf den Kopf stellt. Also ich denke nicht über jeden Menschen nach, dem ich begegne. Und ich begegne vielen Menschen jeden Tag. Aber ich denke nicht über jeden nach. Die sehe ich, mit denen rede ich und dann vergesse ich die wieder. Weg. Tschüss. Ja. Und dann gibt es aber die besonderen Menschen. Diese ganz besonderen Menschen. Und das sind die, die sich einen Platz in unserem Herzen erobern. Und
Ich glaube, das ist das, was du bei dieser Person eben getan hast. Du hast ja einen Platz freigeräumt im Herzen dieses Menschen. Und jetzt bist du da drin. Und das ist ein bisschen was man hier eigentlich so nicht geplant hat und was man so vielleicht auch gar nicht wollte. Und na, jetzt ist es halt mal so. Und es nervt halt und zwickt und drückt. Und jetzt muss man da fast mal hinschauen. Nur der Tag bricht an, für den wir wach sind. Chancen nutzen, Möglichkeiten ergreifen, Dinge sichtbar machen oder ihnen aus dem Weg gehen. Das bleibt jedem selber überlassen. Diese Person ist aufgefordert, die Tage anders wahrzunehmen, die eigenen Tage selber zu gestalten, nicht andere nicht anderen die Aufgabe überlassen, einen abzulenken. Der Kumpel, der einen, was weiß ich, der mit einem von Kneipe zu Kneipe zieht oder der mit einem Billard spielen geht, der mit einem Motorrad fahren geht, was auch immer, und einen ablenkt, sondern sich selber widmen. Verantwortung übernehmen, die Augen aufmachen, Augen, Ohren und Herz aufmachen. Dazu ist diese Person jetzt mal aufgefordert. So, ob er sie das tut, kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur viele Vieren gesehen, also die Chancen stehen gut. Ich gucke mir das im weiterführenden Reading jetzt weiter an. Und ich möchte dir ganz kurz noch eine kleine Karte ziehen. Und zwar habe ich dieses Mal die, wie heißen die? My Little Dose of Happiness. Die eine kleine Dosis an Freude, an Glück. Das möchte ich dir noch schnell mitgeben. Kurz mischen. Ich habe diese Karten nämlich von Marlin bekommen. Das ist ein Zuseher-Zuhörer hier auf diesem Kanal, ein Stammhörer. Genau. Und da ziehe ich dir gerne noch eine Karte raus. Und jetzt gucke ich mal. Diese. When you love what you have everything you need. Wenn du das liebst, was du schon hast, dann hast du alles, was du brauchst. Also, Dankbarkeit ist ganz, ganz wichtig für diese Person und Dankbarkeit ist auch wichtig für dich. Damit ist auch gemeint, dass du dich selber nicht in Frage stellst, dass du deinen Wert nicht unter den Scheffel stellst, dass du weißt, wer du bist, dass du an dich glaubst und dass du weißt, dass du es wert bist, geliebt zu werden und dass du der Mensch bist, der wichtigste Mensch in deinem Leben und dass alles, was du brauchst, in dir vorhanden ist. Du musst dich nicht unvollständig fühlen, nur weil sich jemand eventuell nicht für dich entscheidet oder bislang nicht für dich entschieden hat. Egal, was dieser Mensch in Zukunft tut oder nicht tut, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und deshalb ist es deine Aufgabe, auf dich Acht zu geben. So, in diesem Sinne, eine sehr wertvolle, eine sehr schöne Botschaft. Liebe Schütze, wenn du deine Situation hier erkannt hast, ich lade dich gern ein, mit mir ins weiterführende Reading zu gehen. Und allen anderen wünsche ich einen wunderschönen November. Habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, bleibt gesund vor allen Dingen. Und ich freue mich, wenn wir uns im November wiedersehen. Im Dezember, meine Güte, zum Jahresabschluss wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, eure Tanja.